Moin Moin zusammen, hier ist der Trill und herzlich willkommen zum diesjährigen Community Rapid LAN Vlog bzw. Highlight Video. Wie ungefähr vor einem Jahr auch haben wir diesmal wieder eine Community LAN im inneren Zirkel auf der Rapid LAN gemacht. Ich habe euch ja bereits im letzten Jahr einmal das Haus gezeigt, aber hier nochmal zur Erinnerung für die Leute, die vielleicht noch nicht so ganz drin sind oder noch nicht so lange dabei sind. Die Rapid LAN gehört dem Rapid, das ist einer meiner längsten Twitch-Zuschauer. Ich glaube, der ist jetzt inzwischen auch schon fast 5 Jahre dabei und der hat zusammen mit seinem Papa in Fehlen das größte LAN-Haus in Deutschland aufgemacht. Das war erst bei einer anderen Location, jetzt haben die ein riesengroßes Haus gemietet, wo bis zu 25 Leute Platz haben. Und hier seht ihr ein paar der Teilnehmer, die schon mal da waren. Felix Han und Community, da habe ich später auch unterschrieben. Und das war die LAN vom letzten Mal, Trillix und Community. Da konnte ich mich auch verewigen. Wenn man dreimal da war mit seiner Community oder mit seinem Squad, kriegt man sogar einen goldenen Rahmen. Das heißt, wenn ich nächstes Mal dabei bin, kriege ich den vielleicht auch. Links rein haben wir hier den Billardraum. Den kanntet ihr vom letzten Jahr auch. Es hat sich hier und da ein bisschen was verändert. Hier seht ihr einen der Hand Sanitizer. Natürlich gibt es auch einige Auflagen wegen dem Coronavirus jetzt. Wie ihr euch denken könnt, war auch die Rapid LAN jetzt längere Zeit zu. Haben jetzt aber einige behördliche Auflagen bekommen und sind jetzt seit ein paar Wochen wieder geöffnet. Natürlich muss man hier und da ein paar Sachen beachten, die man vorher nicht beachten musste. Man muss natürlich auch einen Zettel ausfüllen, dass eventuelle Infektionsketten nachvollziehbar sind. Aber ist jetzt behördlich alles genehmigt und die Rapid LAN hat wieder auf. Da kommen wir jetzt in die Küche. Da sollte dann ja im Laufe der LAN auch einiges passieren. Da werdet ihr nachher auch ein paar Ausschnitte sehen. Das war ja diesmal eine Hashtag gesunde LAN, zumindest für einige Leute. Wir wissen, Felix und ich jetzt auch wieder so ein bisschen im Diätfieber. Ich habe inzwischen schon 16 Kilo abgenommen seit Anfang Juli und wollte das auf der LAN natürlich ganz gerne durchziehen, weil ansonsten kommt man von so einer 5-6 Tage lang nahen gerne mal mit 2-3 Kilo mehr drauf. Man bestellt Pizza und so ein Kram, frisst da nur Scheiße, trinkt Energy Drinks. Und hier kommen wir jetzt in den Zockerraum. Das war jetzt schon der dritte Tag, ich glaube früh morgens, deswegen ist hier noch nicht ganz so viel los. Dementsprechend sieht es hier auch ein bisschen unaufgeräumt aus. Schon am dritten oder vierten Tag stehen da natürlich einige Flaschen rum. Aber nur, dass ihr nochmal seht, wie das hier aufgebaut ist. Es gibt hinten noch einen weiteren Raum, das war das Kinderzimmer, weil alle nicht in diesen großen Raum rein durften. In der Ecke hinten saß dann ich ganz außen am Rand, Felix daneben, dann kam Kevin Segalsson. Und hier hinten war das Kinderzimmer, da haben dann Hannes, Kilian und zeitweilig auch Kagi noch Platz gefunden. Die haben dann hier rausgezockt. Und der Rest war eigentlich so wie gehabt. Die Zimmer hatte ich euch ja letztes Jahr im Vlog schon gezeigt und das Badezimmer und wie die obere Etage aussieht. Wenn euch das interessiert, verlinke ich euch in der Videobeschreibung nochmal den Vlog vom letzten Jahr. Da könnt ihr euch das ganze Haus angucken. Und hier können wir uns nochmal mein cleanes Gaming-Setup angucken von der Rapid LAN. Das war noch am ersten Tag, da war es noch aufgeräumt. 2 alte Monitore links und rechts, in der Mitte mein Zowie Gaming-Monitor, Mikrofon, Maustastatur, alles was man so braucht, sogar ein Stream Deck. Und hier rechts mein neuer Gaming-Rechner von Hightech. Und an der Stelle einen riesigen Shoutout an Philipp von Hightech und auch generell an Hightech. Ich habe ungefähr 2 oder 3 Wochen vor der LAN Hightech kontaktiert, nachdem ich mit Dalu gequatscht hatte. Dalu ist schon, glaube ich, über 2 Jahre mit Hightech gepartnert, ist super zufrieden und dann habe ich die Jungs einfach mal angeschrieben. Und innerhalb von 2, 3 Wochen haben wir es jetzt tatsächlich geschafft, eine Partnerschaft zu realisieren. Wir sind jetzt für 6 Monate gepartnert, ich bin super happy darüber. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Hightech, die findet ihr auch in der Videobeschreibung. Wir haben ein gemeinsames Giveaway laufen. Bis zum 1. Oktober könnt ihr euch dann noch reinmachen, ein Geek-Giveaway. Da kann sich jeder von euch kostenlos anmelden und mit ein bisschen Glück hat einer von euch in 2, 3 Wochen einen neuen Gaming-Rechner zu Hause stehen. Link in der Videobeschreibung. Und wir schauen uns jetzt den Rechner einmal von Namen an. Also ich habe mich hier für ein eher kompaktes Gehäuse entschieden, weil das ja dann auch der Rechner sein wird, den ich dann, wenn es wieder stattfindet, eventuell mit zu DreamHack LAN nehme, immer auf der Rapid LAN. Und ja, ich wollte einfach mobil sein und wollte nicht so einen riesigen Tower haben. Hier passt alles rein, den kann man sich einfach unter den Arm klemmen. Ich mit 1,98 Höhe und 1,98 Breite ist das natürlich kein Problem, den mal irgendwohin mitzunehmen. In meinen Farben Rot, Schwarz und Weiß, das sind ja meine Logofarben, deswegen habe ich hier die RGB-Einstellung komplett rot vorgenommen. Ist jetzt hier meine rote Höllenmaschine und für die Leute, die interessiert, was da drin ist. Ich habe verbaut einen i9-10900K, derzeit ist da noch drin eine RTX 2070 Super, die wird aber ausgetauscht mit einer Grafikkarte der 39er-Reihe, sobald die rauskommt. 64 GB RAM. Eine 1 TB M2 SSD von Samsung und dann, falls ich mal Bock habe, irgendwelche Videos zu schneiden oder so und ein bisschen Storage brauche, habe ich noch eine 6 TB SATA drin. Single Streaming PC Setup und das hat, wie ihr gesehen habt, einwandfrei funktioniert und ich bin super happy mit dem Rechner. Und dass das Teil nicht nur schick zum Anschauen ist, sondern man auch gut darauf daddeln kann, das seht ihr jetzt im ersten kleinen Highlight Reel. Yellow Nix. Truck, Truck, Truck. Chillt mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kenny. Leise, leise. Hey, wo ist grün? Was ist das? Feuer, ah! Der ist das schon Feuerwild. Hallo? Mal Gasen, Jungs. Hallo? Einer ist vor Tür, Jungs. Und ich kriege durch. Junge, wie lächerlich war. Nee, also mal ohne Scheiß. Wie zum heiligen Jesus.
sind das 14 in 2 Hits. Nicht von kurz, glaube ich. Ich hab einen Molo. Ich hab nur CZ. Ah! Wo ist der? Ich stich dich ab. Der 96 in 4 mit dem Knife bekommen. Mann, ey. Scheiße. Bitte nicht klippen, ihr Dreckschweine. Gestern wieder so kranke Szenen gespielt. Keine Clips davon gefunden in den Top-Clips. Wieso du pisst es dann immer in den Top 5? Flash über dich, ja, Patrick. Wieder, ja. Brauchst du nicht weg. Mann, was ist das für eine Flash? Hä? Ich war noch gar nicht raus! Klaus! Kilian, hinter dir! Hinter dir, Kilian! Hinter dir, Kilian! Hey! 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 Wir fahren A durch, wir fahren durch. Du hast ihn gehittet? LOL! Nice. Anders. Wir haben Spots. Oh Gott, der ist so gut. Bitte. Ach, natürlich auch nicht, Alter. Und da gibt mir da auch nochmal gegen! Alles, halt die Fresse! Kann ich irgendwas aufheben? Nee, oder? Sind die komplett einfach. Auf Luft? Das ist wunderschön, Alter. Ist aber auch einfach heute. Das ist wunderschön. Ist einfach toll. Kann kaum noch sitzen, Alter. Egal, wo ich mich hinsetze. Ich sitze auf meinen Eiern. So dick sind die. Ja, dann ging es am ersten Tag auch in die erste Kochsession. Da habe ich mich zusammen mit Flo, also Uplay, entschieden, eine Low-Carb Big Mac-Rolle zu kochen. Die hat uns der gute Slivo empfohlen. Grüße gehen raus, ist echt geil geworden. Man hat da quasi, ja, wie so ein Wrap, so ein Teig. Der besteht in dem Fall aus Ei, Light, Streukäse, da ist gar kein Mehl drin und ich glaube Magerquark war das und das bildet den ganzen Teig. Ich glaube das Ei gibt da die Bindung, das hat man dann verrührt und nachher im Ofen auf dem Backblech ausgelegt und gekocht und die Füllung bestand aus Salat, gebratenem Hackfleisch und einer selbstgemachten, in Anführungszeichen, Big Mac Soße, die aus magerem Joghurt, Light Ketchup und ein wenig Senf bestand. Das haben wir dann zusammen gemacht. Jeder hat ein so ein Ding bekommen. Das hat 500 Kalorien nur so ein Ding, eine halbe Rolle. War völlig okay, sind auch beide satt geworden. Und das Endergebnis konnte sich echt sehen lassen. Wenn ich dran denke, werde ich euch das Rezept auch mal in die Videobeschreibung packen. Also war echt gut, schnell gemacht, hat wirklich gut geschmeckt. Also ist natürlich nicht 1:1 ein Big Mac, aber schmeckt echt auf jeden Fall in die Richtung. Und so haben wir es dann tatsächlich geschafft, mit einem Spaziergang am ersten Abend auch den ersten Tag auf der Rapid LAN gesund durchzuziehen. Ich verlor. Boah! Moin Meister! Scheiße. Bin echt geil aus als andere. Wo ist mein Handy? Ich kann ein Foto machen. Ja, am nächsten Tag wurde dann natürlich weiter gezockt. Alle haben dann immer hier das Setup von Patrick bestaunt, der hier mit so einem Ultra-Wide-Monitor sich sogar extra für die LAN so ein Racing-Seat gekauft hat, um da Formel 1 mit Fibu und der ganzen Truppe zu spielen. Das sah mal ganz witzig aus. Ich habe mich nicht getraut, mich da reinzusetzen, weil ich Angst hatte, dass ich die Füße vorne nicht mehr rauskomme. Oder das Ding einmal knack macht und dann sitzt Patrick da und muss irgendwie doch an seinem normalen Setup sitzen und spielen. Aber es war zum Zuschauen auch auf jeden Fall sehr, sehr geil. Patrick hier auch Tryhard mit Handschuhen, der war früher Juniorenmeister, Junioren-Europameister im Kartfahren, glaube ich. Also der hat da auch echt was drauf. Und aus Scheiß musste dann natürlich auch mal ausprobiert werden, wie 4:3 stretched auf seinem mega ultra-wide curved Monitor aussieht. Gespielt wurde so zwar nicht, aber wir haben uns natürlich später dann auch wieder an den Rechner gesetzt. Ich habe, glaube ich, das ganze Wochenende verteilt für bestimmt 2.000 bis 3.000 Euro Kisten aufgemacht. Natürlich viel von dem Guthaben, was ich da verballert habe, auch wieder durch verkaufte Skins und dann wieder neu aufgemacht und so weiter. Aber an der Stelle auch einen dicken Shoutout an Skin Baron, die Felix und mir hier für die Rapid LAN extra Guthaben bereitgestellt haben, dass wir ordentlich hebeln können. Ich habe nämlich seit 15 Monaten nur noch Scheiße gezogen. Da waren zwar ein paar Messer dabei, war aber immer sowas wie Urban Mask, Scorched und so eine Kacke und ich wollte mir unbedingt mal wieder ein geiles Knife raus und habe gesagt, auf der Rapid LAN mache ich so lange auf, bis ich ein Knife bekomme und da ist auch das ein oder andere passiert und was ich da so bekommen habe, das seht ihr jetzt. Mmh! Ey, ey! LOL! Was? Minimal Wear, Alter! Was? StatTrak AK Asimov Minimal Wear. Was glaubst du, wie teuer? 250, würde ich sagen. Also über 200 muss safe sein. 100? Was? 100 Euro? What the fuck? 100 Euro? Ich dachte 250 oder so.
What the fuck? Come on. Ja! Und? LOL! Aber abgeranzt. Schade, Mann. Battlescard, shit. Oh mein Gott, es ist 1 zu 1. Ey, auf die Blocken! Ja! Ja! Und das letzte Drecksknife! Mann, aber wenigstens ein Messer, Mann, ich krieg nichts. Mann, ich zieh seit einem Jahr nur Müll und dann ist es wieder Urban Masked. Der ist so nur 20 Euro, oder? Mann, einmal 20 Euro gutes Messer. Einmal ein geiles Pattern. Lieber eine P2000 knochig. Aber Barbara Salisch hatte den auch immer. Barbara Salisch und Richter Alexander Holti. Oh! 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 Star Trek AK Legion. Aber MW, ist das MW noch? Ja. Nee, ist nicht. Field tested. LOL! Das ist lächerlich. Ja! Das ist so lächerlich. Nein! 0,007 an FN vorbei, das wären 800 Euro gewesen. Kann aber die ist trotzdem krank. Das ist kranker als Messer, oder? Oh, der hat nichts mehr, Mann. Wie ist die? Warte, sag wohin, ich will deine Reaktion sehen. Hör? Hör, nee, gerade, nee, du bist zu hoch, bist zu hoch. Ich sehe es von hier nicht. Mach mal weiter. Ein Stück hoch. Noch ein Stück. Ja, die Linie, glaube ich. Nicht drauf? Ja, ich sehe es nicht von hier. Wie viel? 100? Wie viel? 400 Euro! Das ist lächerlich. 370 Euro, 400 Euro. Das ist besser als ein Messer. Come on jetzt, ey! Hey, what the fuck, so viel? Ich guck dir jetzt Ingame an, weil Ingame soll ja so geil aussehen. Ich reise doch ab. Im Schatten? Steuerverhandlung. Ja, siehst du? Hätte diesen, zeig mal. Hätte diesen Pearlescent-Effekt irgendwie auf der Waffe, siehst du? Dass so leicht pink ist und so. Aber ein bisschen gedaddelt wurde natürlich auch wieder und wie das so ist in einem LAN-Haus, wo man abbrechen kann, wie man will, wird's hier und da auch, wird schon mal ein bisschen lauter. Was ist denn jetzt hier los? Los geht's! Halt euch! Party! Auf geht's! Mann, ist das ein Lacker, Alter! Boah, Alter, der war krass. Mach eine Rampe, Jungs. Mach eine Rampe. Lass ihn extra vorbeilaufen. Palme? Ich hab kurz abgesprungen. Palme, ich komm nicht weg. Mit raus, Hilfe! No scope! Nice. Über die halbe Map. Leider, du kleiner! Ja, geil! Wo brauchst du denn Hilfe? Verdammten Snacks. Ich bin nur blind. Ja. Reichert sonst rein, oder? 2 gegen 5. Von runter, glaube ich. Kann das aber speichern. Oh. Du hast den frisiert. Ich Leute, einer weniger. Was? Komm, und 3 vielleicht? Ah, wobei... Einer noch minus 60. Könnt ihr easy holen. Bombe down! Bombe down! Yes! Letzter Low! Höchster Bastard! Minus 60! Hingeht. Minus 60, letzter. Müsste Spot sein vielleicht schon, Patrick. Monster! Yeah! Yeah! Scheiß Ebay und Thomas! Ich hab einen Adler, nein, das kann... Ich hatte den auch. Winger auch. Oh mein Gott, Kilian, hast du den Adler? Ich hatte den 5 Jahre nicht mehr, sowas wirklich. Seid ihr Kilian fucking... Ich bin da jedes Game Top. Ey, Kilian, ist das gerade dein Ernst? Ich bin jedes Game Top Fracker. Jedes User Disconnect. Sei so langsam. Und mir ist alles geplatzt im Ohr. Danke dafür. Und die krasseste Szene auf der Rapid LAN würde ich dieses Jahr Erik mit diesem leckeren Pistol 5K zuschreiben. Nein, die Kombi, nein, ich bin zu late. Oh. Ja? Ja? Noch eine Flash kommt. Oh. Ja. Jetzt komm! Ich bin weiß. Lass Erik machen. Ja, ich hab einen gehittet. Das war ja geisteskrank! Also ich hab 4 oder 5 Flashes. Hast du ein Flash? Und der war krank. LOL! Ja? Ja? Oh, aber dann hat Erik die auch gefressen. Die zweite hat Erik leider auch gefressen, ja, stimmt. Boah, ja, der war lecker. Das war juicy.
am Tag darauf haben wir uns auch wieder dazu entschlossen, selber zu kochen. Und zwar wollten wir selbstgemachte Burger machen. Aber nicht einfach nur irgendwie zusammen irgendwelche Hackfleisch-Patties machen. Nee, wir haben alles selber gemacht. Auch die Buns. Das hat Kathi alles fertig gemacht. Wenn ich da die Rezepte finde, zeige ich euch das auch alles. Kathi hat also den Teig selbst gemacht mit ihrem Geheimrezept. Ich war für die Fleisch-Patties verantwortlich, die mit viel Zwiebeln befüllt wurden, was dafür sorgen sollte, dass die Patties deutlich juiciger sind. Franzi aka Smash Lunatic hat Kartoffeldreiecken ausgeschnitten. Jonas hat auch geholfen, der hat die Sesamkörner am Ende über die Buns gestreut. Und nebenbei wurde die Weltmeisterschaft im XXL Jenga ausgetragen zwischen Foxy und Jonas. Und währenddessen hat sich der gute Jupp auch noch 50 Euro verdient, weil die gute Gwen gesagt hat, yo, wenn jetzt einer da reingeht und das Ding nach einer Stunde Gameplay einfach umschmeißt, lege ich 50 Euro. Jupp, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon 5 Promille und bereits einen dreistelligen Betrag in Bier gesteckt, hat sich dann natürlich nicht bitten lassen und hat die Aktion gerade mal kurz durchgezogen. Die 50 Euro lässt Jupp sich im Mund. Von wem kriegt er die? Von Gwen. Ja. Mann, ich wollte auch mal fragen, ob die es wirklich macht, dann hätte ich es gemacht. Scheiße. Ich lese nur so, ich mache es und in dem Moment kommt er rein. Ich schuld ist. Aber also, ja, Mann. Ja, schade, ja. Ja, will mal gucken, wie das alles steht. Ja, habe ich gewonnen. Was ist hier passiert? Ihr Schweine. Ich will es nicht machen, 5 Uvi, boah. Ich habe gesagt, ich mache das nicht. Und Jupp zieht voll durch, boah. Also, wenn hast du jetzt wirklich? Das ist wirklich auch hell. Fassungslosigkeit bei den Teilnehmern und im Chat. Jupp hat danach wenigstens noch 10 Geschenkabos reingeballert, deswegen war es für mich völlig in Ordnung. Indessen die Burger fertig geworden, die Buns unglaublich gut, ihr seht's hier. Tobi hat die Patties dann noch fertig auf dem Grill gebraten, es war alles sehr, sehr geil. Und wir haben uns zusammen dann alle in den Speisesaal eingefunden und haben die Burger gegessen, es war wirklich unheimlich gut. Und sogar Felix hat sich eingenehmigt. Und das will schon was heißen. Waren wirklich sehr gut. Was auch noch super nice ist, wie ihr wisst, bin ich ja Displayed-Partner. Und ich hatte vor der Rapid LAN mit meinem Kontakt Kiko von Displayed gequatscht und hatte den gefragt, wie schaut's aus. Wäre die Rapid LAN nicht ein geiler Partner für euch, weil die haben riesige Räume, riesige Wandflächen und überall an der Wand hängen ja auch Bilder. Das kannst du hier auch in der Galerie sehen. Wäre das nicht super geil, wenn da einfach überall Displays hängen? Ich meine, da kommen ja im Jahr auch ein paar Leute auch auf jeden Fall rum bei der Rapid LAN. Das wäre doch geil, wenn die da einfach hängen und wenn es einen interessiert, kann er sich da einen QR-Code scannen und kommt direkt auf die Seite. Er sagt, ja, kein Problem. Wie viele wollt ihr denn haben für die Rapid LAN? Ja, sag doch mal, wie viele könnt ihr fertig machen? Wie sieht's denn aus mit 40? Und dann haben die wirklich einfach 40 Displays fertig gemacht. Also an der Stelle nochmal Ehren-Display. Vielen, vielen Dank. Die Rapid LAN ist jetzt auch offizieller Partner von Display. Da habe ich dann zusammen mit dem William noch ein paar aufgehangen. Die haben wir einmal gezeigt, was der Rapid sich alles so ausgesucht hat. Und im Kinderzimmer, im Raum von Hannes und Kilian, haben wir heimlich hinter Kilian dann das Pepega XL-Display hingehangen. Und im Rahmen der Rapid LAN gibt es sogar noch bis zum 1. Oktober eine Rabattaktion, wenn ihr über meinen Link auf die Seite geht. Die machen bei den Partnern keine Rabattcodes mehr, sondern das läuft alles über die Partnerlinks. Wenn ihr also über meinen Link auf die Seite geht, spart ihr bis zum 1. Oktober noch beim Kauf von einem Display 20%. Wenn ihr zwei nehmt, spart ihr 25% und bei drei oder mehr Displays spart ihr 30%. Also wenn ihr auch ein paar Displays für zu Hause haben wollt oder einfach ein cooles Geschenk haben wollt, könnt ihr gerne Display abchecken. Mein Partnerlink findet ihr in der Videobeschreibung und an der Stelle noch mein riesiges Dank an Displayed für die bisher super geile Zusammenarbeit und jetzt auch vielen Dank, dass ihr den Rapid und die Rapid LAN damit unterstützt. Tag 3 sollte dann leider der dunkelste Tag auf der Rapid LAN werden. Das ist was passiert, was nicht so geil war. Ihr habt sicherlich auf Twitter alle mitbekommen. Wir haben am Tag zuvor im Vorhof von der Rapid LAN zusammen Fußball gespielt, weil wir an dem Tag massive Probleme mit dem Internet hatten. Der Internetanbieter von der Rapid LAN hatte einen kompletten Ausfall in ganz NRW, weswegen das Internet mal da war und mal nicht. Und wir haben uns dann zur Ablenkung einfach draußen versammelt und ein bisschen gekickt. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, lass mal am Folgetag irgendwie einen Fußballplatz suchen. Wir kicken da ein bisschen, machen vielleicht auch ein, zwei Challenges und vielleicht kann man das Ganze ja sogar Livestream. Da Internet für uns alle in Deutschland ja noch Neuland ist, hat das mit dem Livestream leider nicht geklappt. Die Challenge habe ich dann einfach trotzdem gefilmt. Wir haben uns überlegt, dass wir dann einfach ein Lattenschießen machen, so lange bis nur noch ein Spieler übrig ist und die Person gewinnt dann ein Display. Das haben wir dann auch gemacht. Hier der Versuch von Felix und Jupp. First try. Ruhe, Ruhe, hallo, Konzentration. Hass oder Heber? Nee, was will Heber? Ja! Oh. Jupp. Oh, der sieht... Mann! Lass dich trotzdem feiern. Am Ende hat es bei 20 Teilnehmern, überwiegend Jungs, aber nur eine Person geschafft. Und das war die gute Franzi, aka Smash Lunatic. Oh! Ja! Warte! Ich weiß nicht. Hast du was gehört, Patrick? Ja? Ja!
Franzi hat! Danach kam aber leider der unschöne Teil von der Rapid LAN. Ihr habt ja sicherlich auf Twitter mitbekommen, dass ich Felix ins Krankenhaus fahren musste. Wir waren dann alle auch ganz froh, dass das mit dem Livestream nicht geklappt hat, dass das nicht gefilmt wurde und nicht gestreamt wurde. Wir haben nur ein paar Ausschnitte davon, die ich euch wegen der Brutalität nicht alle zeigen kann. Wir haben, ich kann euch die Ausgangssituation mal erklären. Also Felix war am Ball, er hat sich im One-on-One gegen Kage gestellt. Kage ursprünglich auch als Duisburg. Da spielt man natürlich ein bisschen rauer. Hier haben wir einen kleinen Ausschnitt aus der von der Szene, die vorangegangen ist. Und zwar war Felix am Ball, hatte ein cleanes One-on-One gegen Kage und hat ihn in Ronaldinho-Manier kurz aussteigen lassen. Und das war dann der Punkt, wo Kage scheinbar einfach rot gesehen hat. Also ihr habt gesehen, Felix ist hier ganz klar vorbeigezogen. Kage austanzen lassen, das hat er irgendwie nicht, hat ihm irgendwie nicht geschmeckt und er ist dann sehr hart eingestiegen, deswegen kann ich das Video hier an der Stelle nicht weiter abspielen. Gwen hatte zufällig ein Foto von der Situation gemacht, wo ihr hier seht, wie mit welcher Gewalt, mit welchem Frust, es war einfach ein Frustfall, mit welchem Zorn er dann eingestiegen ist und es hat danach dementsprechend auch Tumulte gegeben, die Gruppen mussten aufgelöst werden. Und wie ihr hier seht, hat Kagi nachher bei WhatsApp sogar auch zugegeben, ich zitiere, da muss auch mal der Stollen raus, scheiße. Ich konnte nicht ernst bleiben, nee, aber jetzt mal Spaß beiseite, man muss es leider immer erklären, weil es gibt sehr viele PP-Gas in unserer Community. Es war kein Foul, nichts dergleichen, Felix ist einfach mit dem linken Fuß irgendwie im Gras hängen geblieben. Felix hatte ja schon 3 Kreuzbandrisse zuvor, wie ihr mitbekommen habt vielleicht. Es sah wirklich nicht, also ich stand wirklich direkt davor, es sah wirklich nicht so schlimm aus. Man dachte vielleicht erst, dass er quasi irgendwie einen Foul, also eine Schwalbe macht. Ich habe aber direkt, wo Felix dann am Boden lag, im Gesicht gesehen, dass es kein Troll war, dass er sich da wirklich richtig wehgetan hat. Und mit der Vergangenheit, die Felix schon mit seinen Knien hatte oder mit dem Knie hatte, haben wir uns dann entschlossen, dass wir ihn ins Krankenhaus fahren, weil er hat dann versucht aufzustehen, zu laufen. Er konnte das Knie zwar beugen und strecken, aber er konnte es nicht belasten. Er ist dann aufgetreten und das Knie ist sofort wieder weggeknickt. Und dann haben wir gesagt, bevor wir jetzt da irgendwelche Faxen noch machen, lass uns kurz ins Krankenhaus fahren, das untersuchen lassen. Da durfte ich dann leider auch nicht mit rein wegen den Corona-Auflagen, er muss dann da alleine durch. Und da konnte noch nicht viel festgestellt werden und er hat sich dann am Abend entschieden, dass er sich am nächsten Morgen abholen lässt, weil er lieber bei sich zu Hause dann zum Arzt möchte und dann so 2-3 Tage noch auf der LAN rumsitzen mit einem Knie in der Schiene. Man kann das Bein nicht anwinkeln und so. Denke ich, kann jeder verstehen, dass man da dann nicht Bock hat, da noch irgendwie jeden Tag 12 Stunden am Rechner zu sitzen. Und deswegen ist Felix dann am nächsten Tag, am Freitagmorgen, dann leider nicht mehr auf der LAN gewesen. Ja, mit den sportlichen Aktivitäten hatten wir es dann nach dem Unfall an dem Tag zumindest sein gelassen, sind dann wieder zurück ins LAN-Haus gefahren, haben dann da noch ein bisschen gezockt. An dem Abend sind dubiose Matches entstanden, wo ich noch überlege, ob ich die als Single-Upload auf dem Kanal bringen möchte. Da wäre euer Feedback, glaube ich, ganz gut. Und zwar haben wir ein 10 gegen 10 intern gespielt, auf der alten Cobblestone unter anderem. Und es waren einige Leute gut angetrunken, ich persönlich nicht. Ich habe nicht einen Tropfen Alkohol auf der LAN getrunken, aber ich denke, die Szenen sprechen gleich für sich. Live war es sehr, sehr witzig. Der Chat hat auch gut mitgefiebert. Ich weiß nicht, ob dieses Rumgeschrei auf YouTube so gut ankommt in einem Single-Upload. Da wäre euer Feedback in den Kommentaren ganz gut. Ich zeige euch einfach mal ein paar der Ausschnitte und dann wisst ihr, glaube ich, ungefähr, in welche Richtung das geht. Ein Full-Upload wird auf YouTube höchstwahrscheinlich entmonetarisiert, glaube ich. Da hat sie! Das handelt, so, KG. Auf geht's! Der kommt lang, 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 der kommt lang. Der kommt Job-Hop, ich sag nicht, woher ich das weiß. Der kommt lang, Safe-Call! Kevin Stamm, auf dieser Bastard! Der ist am Loch ist er. Junge, lang! Der ist wirklich lang, ich seh's bei Kevin. Der ist Titanic unten, Treppe runter. Lennart steht Paul. Es hinter der Statue, Er ist an der Baum, er zieht durch! Er zieht durch! Let's go! Let's go! Junge. Kevin snipt auch die ganze Zeit diese Drecksau. Wir bleiben ruhig. Aber er auch noch fast veräbt, also scheiße. Geile Runde Kagi, Alter. Warum sehe ich da oben, Alter? Ich habe mich kurz schlecht gefühlt, dass ich angesagt habe, aber Kevin guckt auch die ganze Zeit diese Drecksau. Kevin nur 50% der Zeit guckt er einfach nach rechts. Mir tut alles weh. Mann, scheiße, ey, besoffene Dreckschweine. Ich bin der Einzige, der nicht drin ist. Alangnaden. Also HDF oder ich ficke dich heute noch weg. Ja! Ja, Nalik, jetzt reißt ihr am Riesen. Ja! Onside! Schöne Bombe, Killy! Nalik! Wir geben dich jetzt mal! Bitte eben! Nein, was ist das für ein Mensch? Du Hässlicher! Du scheiß 12-jähriger Bastard! Du fährst heute noch nach Hause!
Das ist Balkon. Lass ihn kommen, ich schäch den weg, wenn der droppt. Was habt ihr noch? Ich glaube, der geht durchs Loch. Ja. Ey! Kann das sein? Guck's einfach zu. Ich spiele jetzt für die Gegner. Ich flash nur noch euch. Ach, wer ist das hier? Oh mein Gott, alle B-Lang. Oh mein Gott, ich bin hinter denen. Gibst du Frax, gib mir auf. Ach du Scheiße! Geiler Boost, Kilian! Oh Gott, ey! Ich kann nicht Bildschirm gucken. Ja, in die Richtung geht das ungefähr. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock auf sowas habt. Und ich habe an dem Wochenende natürlich noch massiv weiter in Kisten gehebelt. Und da kam sogar noch ein bisschen was. Ich hab gedacht, der kann gegen mich ankommen. Ja! Ja! Was? Ah, es könnte krasser sein, aber es ist dick. Ist dick. Was? Oh. Ist dick. Stat-Track Nomad Knife Crimson Web. Lol. Aber relativ abgeranzt. Well worn. Oh, das ist sowas in MB oder FN. Oh, komm bitte 300 oder so. 150 Euro? Hallo, was wird da abgebrochen? Schon wieder, Mann! Warum denn dasselbe? Warum nochmal? Lol. Viel testet diesmal. Man gibt mir doch mal Neid, was ich auch spiele. Scheiße! In so einem Video sieht man natürlich nicht immer, wie viele Kisten ich eigentlich aufgemacht habe, um hier ranzukommen. Es waren schon wirklich sehr viele. Ich hatte sogar am Freitagabend eine Nachricht von Steam, dass ich keine Kisten mehr aufmachen kann. Ich konnte keine Keys mehr kaufen. Das habe ich in 7 Jahren CS noch nie geschafft, weil ich das Limit erreicht habe, was du täglich bei Steam an Geld ausgeben darfst. Und ich konnte keine Kisten mehr aufmachen. Also ich habe unfassbar viel aufgemacht. Leider kein Knife bekommen, wo ich sage, das ist so geil, das würde ich selber spielen. Aber ich denke, overall war es doch besser, als ich dachte. Und ich kann mit dem Endergebnis hier einigermaßen zufrieden sein. Den letzten Abend haben wir dann noch mit einem Grillstream, einem kleinen Grillfest, ausklingen lassen. Ich habe dafür knapp 500 Euro Grillfleisch gekauft für die ganzen Leute, die auf der LAN waren. Ich war vor einem Jahr mal bei Tobi. Der ist ja absoluter Grillfetischist und macht da mega kranke Sachen ready. Und der hatte da so geiles Fleisch. Da habe ich gesagt, ich bestelle jetzt auch für die LAN für alle bei diesem Gourmet-Versand. Wir hatten Bison Strip Loin, was aus Amerika eingeflogen wurde. Wir hatten Hereford Entrecot 3-Aged Fleisch und hier auf meiner Liste sehe ich nochmal Hereford Roast Beef Dry-Aged. Ich habe da nicht so den Raff von, aber Tobi, wirklich ein absoluter Hexer am Grill, hat uns die Sachen da schön fertig gebraten und es war einfach nur wunderschön. Richtig schönes Ende zu LAN, wären da nicht diese nervigen Fans gewesen. Ist vegan natürlich alles. Alles vegan. Veganes Bison. Salat fertig machen. Ja. Also das ist ein Ding fertig. Was ist er denn da? Hallo. Ah, da. Mach eine dicke Sportwetter. Bisschen Zaun kaputt machen, oder? Diese Fans, ey, Mann. Wir haben noch gesagt, private Laden. Scheiße, können wir mal gucken. Fans überall. Ey, guck mal, wir haben hier extra mit Sichtschutz gemacht und die luschern hier durch. Hallo, ey, Trilux! Ja? Ey, der Echte! Das waren natürlich nur Biki und Gwen, die sich da einen Spaß erlaubt haben. Es waren leider tatsächlich Leute, die dachten, sie könnten da einfach klingeln und reinkommen, was natürlich überhaupt nicht geht. Die wurden dann aber von William und Flo wieder weggeschickt, also sowas, ja. Leider kannst du dir halt nicht aussuchen, wer deine Videos guckt und es sind immer ein paar Idioten dabei, die denken, die könnten dann da bei so einem privaten Ding einfach vorbeikommen, was halt nicht so cool ist, aber da steckst du leider nicht drin. Alles in allem war es somit einer der Top 3 Events, auf dem ich je war, war unheimlich geil, auch weil ich mir selber diesmal nicht den Druck gemacht habe und mir gesagt habe, so, du bist jetzt hier, du musst jetzt jeden Tag 14 bis 16 Stunden am Stück streamen, das war letztes Jahr so. So habe ich mir einfach gesagt, wenn ich jetzt keinen Bock mehr auf PC habe und keinen Bock mehr zu daddeln habe, dann gehe ich halt raus und gehe eine Runde mit den Leuten Fußball spielen oder whatever. Und so war das wirklich super angenehm. Wir hatten immer einen Ausgleich durch die Kochgeschichten, durch draußen mal ein bisschen kicken, durch spazieren gehen. Und das war wirklich unheimlich schön für mich so.
Am Tag habe ich trotzdem, glaube ich, im Durchschnitt 8 bis 9 Stunden gestreamt, was ja, denke ich, auch völlig ausreichend ist. Und es war wirklich unheimlich geil. Also hat super viel Spaß gemacht. Ich freue mich mega auf die nächste LAN. Und ich hoffe, das Video hier hat euch auch gefallen und konnte euch einen kleinen Einblick von der diesjährigen internen Community-LAN auf der Rapid-LAN geben. Würde mich sehr über einen Kommentar und Bewertung freuen. Und wir sehen uns im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Later!